Hallo. Hallo, gute. Mahlzeit. Ja, Weiter danke. geht's, oder? In unserem tollen. Bin wieder im Genießermodus. Ja, am Klackern. Ich habe das Glas fertig gebrannt. Ich hole noch die beiden. Dann haben wir drei Stapel aus Glas. Ich habe auch noch 16. Reicht das? Drei Stapel, ne? So, was wollte ich jetzt da machen? Scheiße, jetzt habe ich vergessen, Axt zu bauen. Gott. Hungrig. Kann ich rennen. Schaufel habe ich jetzt. Bring noch eine Axt mit. Eine Axt. Eine Axt. Die Axt im Haus erspart den Auftragsmörder. Ist das nicht sogar ein Film oder so? Oder Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Mist, Haben wir schon noch wieder. genug Irgendwie Keys, sowas gab's um ja. den Weg zu den Gewächshäusern zu bauen? Im See ist auf jeden Fall noch. Ah, jetzt weiß ich wieder, wie es ging. Mach check. Oh, klar, Frame im Loch. Ja, jetzt fällt's wieder. Haha. Wasser. Na? Ach so, sorry. Eimermensch? Ja, ich bin schon da. Oh ne. Das ist der Falsche. Nur weil ich schwarz bin. Ey! Wenn du im Weg rumstehst. Hier ist genug Platz zum drumherum gehen. Gar nicht wahr. Na, ich beobachte gerade meine Frames. Da dran halt nämlich eben belegen. Ich hab vergessen, dass doch keiner hingehört. Ja, und Kein Wasser. Mit dem Block hier? Ja, da gehört nichts hin. Ist okay. Warte mal, ich schmeiß dir gerade mal deine Axt hin. Ja, man soll dann das Zeug hinfliegen. Achso, das fliegt gar nicht in die Mitte hier. Nein, das fließt hier runter, da rein und dann hier raus. Setzen wir dann hier noch was drauf? Ja, da kommt noch ein so ein Halbstein oder irgendwie sowas drauf. Ah! Ja! Aha! Mach ich. Jetzt wolltest du noch eine Etage drauf machen, Erde, oder? Nee, brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay. Ich wusste jetzt wieder, was gefehlt hat. Na gut. Okay. Na gut. Machen wir dasselbe jetzt drüben, oder? Ja, ist eigentlich schon so weit, ne? Ich kann ja schon mal säen hier. Soll ich das ganze Getreide drüben wegmachen, oder? Das ist ja egal. Ach, stimmt, eine Holzreihe wollte ich noch oben draufsetzen, hast recht? Ja. Ah, die Kartoffeln sind ja auch gut geil, weil wir haben ja. Oh, wo habt ihr denn die ganzen Kartoffeln eigentlich her? Zauberlei. Noch ein Mehl. Sehr geschickt. Kannst du im Video nachschauen? da muss ich ja selber reden, ne? Nee. Das hört sich schlimmer an. Deswegen gucke ich mir sowas gar nicht an. Soll ich die Kartoffeln direkt mitbringen? Ja. Weil dann mache ich jetzt das Feld weg, weil die Samen kriege ich ja quasi. Oder nicht? Das stimmt doch da nicht. Ach nö. Nee, bei dir stimmt alles. Hier stimmt irgendwas. Irgendwas ist schon was. So, meine Hose ist kaputt. Meine Harke. Harke? Ja, hast du wenig bezahlt, ne? Na, guck mal, hier hinten kommt kein Wasser hin, oder? Dann bringe ich jetzt auch die zwei Kisten mit. Wo kommt kein Wasser hin? Ja, jetzt, wenn das hier hinkommt, dann wieder. Da. Oder bist du draufgehüpft? Kannst dann erst draufgehüpft bin, ja. Mhm. Weil der kriegt ja normalerweise Wasser. Wenn nicht von dem, auf jeden Fall. So höher gelegt schon. Aber so wie es vorher war, vielleicht nicht, da war es vielleicht zu tief. Ja. Das hat auch nicht gestimmt, deswegen. Ist die Höhe jetzt vom Holz richtig oder geht die sogar noch eins höher? Nee, da kommt noch eins höher. Da kommt noch eins drauf und dann kommt das Dach oben drauf. Okay. Uah. Uah. Ich weiß nicht, irgendwie ist jetzt gerade ein bisschen ruckeliger. Bei mir. Bei mir auch, eben ganz kurz. Bis mal noch einen hier machen. Ich will mal hier bei mir noch einen machen. Der Hüfter hier. Ich hab's genau gesehen.
Ja, Felder kaputt gemacht. Ich musste da hüpfen. Oh. Ja, wie komme ich jetzt da hoch? Achso, in die Mitte. Ja. Ja, wir können auch eine Leiter ans unterste. Damit. Da kommt man normalerweise eigentlich auch ohne Leiter hoch. Ja, aber das ist eleganter. Da fehlt noch eine Fackel, die habe ich glaube ich jetzt gerade abgerissen, ne? Und wie kommt man jetzt auf die zweite Etage auch da hoch, oder wie? Ja, da kommen noch so Halbsteine. Moment, mach ich jetzt gerade dahin. Ja, aber nee, ich meine, ohne dass ich drauf springen muss. Ja, auf den Wasserlauf kommen dann die Halbsteine. Halbslat. So, das Glas willst du jetzt einfach hier. Warte mal, haben wir Erde? Haben wir. Das läuft. Direkt hier hin, oder? Ja, genau, und das läuft dann immer so hoch, da von jeder Seite hat eben in jeder Reihe eins, als weiter nach innen geht. Verständlich? Ach so, aber man kann ja natürlich auch einfach eine Pflanze setzen und dann drauf springen. Also, so, und dann so, oder? Willst du's? Ja, genau. Okay. Man sieht da eine Lücke durch. Ja, das ist so. Frag mich nicht warum. Das ist schon seit geraumer Zeit so, glaube ich. Ich glaube auch. Nee, das ist ja logisch, weil durch das Harken geht das der Block ja ein ganz bisschen tiefer. Stimmt. Ach, wir setzen da die Fackeln immer so doof. Das hatte ich auch schon das Problem eben. So. Wo wollen wir die Kisten hin tun? An die Seite, oder? Ja. Dum, 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 dum. Es läuft immer noch Risen Soundtrack. Okay. So. Baut noch einer eine Tür ein, dann mache ich auf der anderen Seite schon mal weiter. Machen wir da mal eine große Kiste draus, oder warum bist du der Geiz hier? Was? Machen wir da eine große Kiste draus, würde ich sagen, oder? Ja. So in der Geiz. Wir haben's hier. Eben. Wir haben aber immer noch kein Glas Wasser hier. Das reicht aber nicht so. Also, wird für einen Dach wahrscheinlich reichen. Habt ihr gesagt, man braucht einiges an Glas. Ach, da kommt er ja. Das ist nämlich sehr gut. Mein Inventar ist nämlich voll. Also ich habe noch recht. Ich habe auch noch ein bisschen Glas. Ist nicht viel, aber. So, wenn du schon mal Wasser reingibst, kann ich zumachen hier. Ach, schön, mein Haus. Haus wird schon wieder dunkel. Einmal füllen. Naja, hier oben bin ich ja halbwegs sicher. Die Frage ist, gehen wir pennen oder nicht? Ah, würde ich sagen, oder? Sollen wir in der Mitte dann noch... Ah ja, das geht ja dann genau. Hm? Oh. Geht ja dann genau, müsste eigentlich genau in der Mitte dann ein Balken ist. Genau. Obwohl, kannst du eigentlich auch drei machen, oder? Das schon ganz gut aus. Aber ich hab... Ah doch, einen habe ich ja noch. Also in der Mitte nicht einen... Ich glaube, der 3 sieht... Ich glaube, der 3 sieht ganz okay aus. Ja, ist klar. Guckt euch mal die dumme Kuh da drüben an. Ja. Oh, wo muss ich denn das Wasser zuerst setzen? Oben rein. Hier. Also. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt gerade Türen gemacht aus der Birke, ne? Das gibt jetzt... Ach Reise nee, mit falsche Richtung. Falsche Richtung. Andersrum, hier. Das nach da fließt und nach da. Da zur Mitte hin fließt. Habt ihr noch Holz dabei? Ja. Schmeiß mal hoch, was du abgeben kannst. Oder mach selbst, ist okay. Mach grad selbst. Jop, so. Ich mach grad selbst, dann hol ich mit Kies. Ist auch egal. Hm. Dann setze ich gerade die letzten 41 Glas an. Dann müssen wir wieder in Ruhe brennen irgendwann. So, da kann man jetzt da eigentlich... Achso, was ich jetzt gerade sagen wollte, ne? Ne? Ist anscheinend...
ist anscheinend so, dass man jetzt mit, hört mal was essen, mit sechs von den, mit dem, wo man vorher nur eine Tür rausbekommen hat, ja, dass man jetzt tatsächlich drei rausbekommt. Wow, ich habe ja jetzt gerade geworden. Ich habe jetzt gerade drei Birkentüren rausbekommen. Da war, glaube ich, schon vom letzten Update. Nee, da war es nur eine. Okay. Ist wieder zu niedrig, oder? Nee. Vielleicht. Ist zu niedrig. Nee, ist schon okay. Drüben fehlen jetzt noch für die oberste Etage die Fackeln. Ja, ich habe leider keine mehr. Bin ausgefackelt. Abgebrannt. Du hab noch eine. Oh, okay. Na, Zombie. Wir haben immer nur Damen, ne? Wir sind doch hier einigermaßen sicher, oder? Lass. So. Zombie erledigt. Brains. Oh, eine E-Mail. Ja, meine Box. Ich habe kein Holz mehr. Jetzt kommen wir jetzt überhaupt hoch? Du musst gar nicht mehr hoch. Ja, du musst aufs Gemüse hüpfen. Ja, geht es ohne, dass es kaputt geht? Ja. Achso, wenn was wächst, geht es, ja klar. So. Aber hier ist noch ein Feld offen. Hast du noch eine Hacke? Ja, ich Hacke. Ich bin ja noch gerade selber haken. Moment. Nee, ich meine den Max, weil er ja gerade da ist. Siehst du hier das Feld? So. Jetzt hast du ein Feld kaputt gemacht. Hm. War der Sprung zu hoch. Hat er toll gemacht, dazu ganz ehrlich. Ganz ehrlich, nee. Wir müssen hier, glaube ich, noch so eine Stufe hinhauen. Ja, ich hab... Warte. Moment, ich darf schon eine Crafting Box. Weil ich hab... Moment, ich komm, ich hab da gerade eben gemacht. Ich hab auch. Oh. Also Design für den Arsch, ne? Da macht hier noch eine hin. Wird besser aussehen, ne? Warte. Da ist er wieder unzufrieden hier. Ja. Was hat er denn jetzt vor, frag ich mich. Okay. Man ist ja luxuriös, man kann sich ein bisschen einfach machen. Wow. Ufe. So, da wächst schon das erste Getreide und drüben haben wir die Kartoffeln dann. Ja. Die habe ich dabei schon. Und da müssten wir eigentlich nur noch ein drittes hochziehen. Dann für Karotten. Möhrchen. Also drüben Karotten, ja? Genau. Und solange wir keine haben, könnten wir da eigentlich auch noch was anderes anpflanzen, oder? Ja, da können wir so lange noch eine Reihe Getreide oder so anpflanzen. Eben. Und in das Karottenhaus irgendwann können wir auch noch die Melonen dazu packen, zum Beispiel. Lassen sich halt nicht ernten, aber... Naja, das sehen wir dann alles. Wenn es soweit ist. Nein! No. Hast du den fast gegessen? Wie viel gibt denn eine gebratene oder gebackene Kartoffel? Herzen? Keine Ahnung. Drei oder so, glaube ich. Wahrscheinlich auf jeden Fall mehr als giftiger. Wahrscheinlich auch mehr als Keks, weil das ist echt nervig. So, man kann nicht durchgucken, ist schade. Also nicht in dem Texturenpack. Ist natürlich schon cool, dass der Server mal weiterläuft und die Früchte dann reif sind, wenn man wieder reingeht, ne? Ja. Ich würde sagen, nächsten Aufnahme widmen wir uns vielleicht mal dem Vieh, oder? Was haltet ihr davon? Geht ja genau da, wo ich die Kiste da hinsetzen will. Weg. Man könnte weg. Natürlich auch das Ganze mit Trichtersystem machen, dass es direkt in die Kiste reingeht. Was hast du jetzt da gemacht? Dann ist es hier. Ganz schön voll die Energiesparung dadurch. Ja, schon. Bleib locker weiter. Genau genommen, kannst du jetzt hier... Weißt du, da machen wir aber... Noch die halben Stufen hinmachen. Und dann brauchst du nicht mal mehr... Nee, da nicht. Nee, dann...
Chat jetzt zum Beispiel so gemacht hat. Wäre jetzt doch noch so ein... Hoppla. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt da einen Trichter hinsetzen, dann fällt alles also hier noch, in die hier Tür. Noch so eine Treppe und hier nur die halben Stufen. Und dann kannst du gut reingehen. Ja. Zum Beispiel. Ja, ich habe kein Holz mehr. Noch Stufen. Stufen haben wir auch noch zwei, vier. So oder wie? Nee. Warte mal, schauen wir mal. Ja, geht doch. Dann brauchen wir das hier gar nicht. Das Stück. Dann würde ich es aber hier auch mit einer Stufe machen. Achso, ja. Warte, ich drücke nochmal rein. Ja. Das ist doch ganz schick eigentlich so. Ja, jetzt müssen aber die zwei eigentlich auch noch Blöcke, Holzblöcke werden, das sieht ziemlich auch komisch aus. Die rechts und links. Ja, das kam ja, ist ja alles. Ich hab noch ein bisschen Birkenholz, man könnte einstatt wirklich mal auf den Boden noch ein bisschen. Ich hätte jetzt erstmal nur die daneben dran Birken gemacht, aber gut. Ja, man kann ja den ganzen Vorraum auch mit Holz machen. Weil ich schon mal dabei bin. Wie gesagt, das soll der ganze. Hä? Soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Haben wir hier das Feld einen Schritt länger gemacht oder so? Nein. Wir müssten eigentlich gleich schon sein. Ja, ist aber... Achso, du hast es hier einfach nur... Was hab ich da? Ja komm, sag's mir! Wird ein Skelett rumklirren. Und du meinst, es geht jetzt ganz einfach, wenn wir das Ganze automatisch machen wollen. Dann müssen wir es wahrscheinlich da hinten ist verlängern. Doch, hier ist es... 1, 2, 3, 4 breit und drüben nicht. Aber ganz kurz. 1, 2, 3, ja. Da haben wir das Feld länger gemacht. Oh! Wo sind das her? Nein. Daher machen wir einfach hier die Dinger hin und gut ist. Oh, Tatsache, da haben wir da hinten ein Feld eins länger. Ist ja wurscht. Oh, nehmen wir das hier einfach noch. Wenn wir das Ganze automatisch machen wollen, dann müssen wir es eh verlängern nach hinten, oder? Ja. Da kommen wir Karotten. Da kommen hinten, glaube ich, so zwei, drei Reihen noch hinten dran. Die schwebt nicht in der Luft, ne? Ah, doch. Oh, sieht doch ganz hübsch aus, oder? Ja, finde ich auch ganz nett. Bisschen schicker irgendwie. Wenn jetzt ein Dach noch da wäre, aber... Ja gut, man kann nicht alles haben, ne? Der wäre ja nicht... Eigentlich könnte man das Dach auch weglassen. Ist auch jetzt los dann. Ja, Gebäude ohne Dach sieht aber auch scheiße aus. So recht. So. Spring. So. Bitte, bitte. Ja, super. Ja, da passt nämlich jetzt so absolut gar nicht. Ne? Ja, nee, gar nicht. Wenn du jetzt hier reinkommst... Nee, das Problem ist einfach, wenn du jetzt hier reinkommst, bringst du nämlich immer direkt wieder da hoch. Also müssen wir ein Feld da wirklich eins kürzer machen. Oder wir machen einfach dieses hier weg. Und, passt doch, also ich weiß nicht. Machen einfach das hier weg. Dann setzen wir... Genau, dann setzen wir es so. Jo, dann hier noch da noch eine halbe Stufe hin, oder? Dann erstmal hier weg. Weg, oder? Da noch ein ganzer Block. Muss er, Tom, da noch ein ganzer Block hin. Ja. Ganzer hin, genau. Jo. Jo. Passt. Oh, passt. Hält kaum auf. Muss halt alles gleich noch sehen. Rein theoretisch könnten wir das auch hier weg machen, noch hier. Oder? Da, das da. Da halbe Stufen setzen. Man hat direkt in die Lücke. Jetzt auch einer, den halt ist da. Lässt sich beheben. Aber wer hat dann das weggemacht? Das war ja. Ich dachte, das geht nicht, wenn man das nicht wegmacht. Doch, das geht. Das geht alles. Ja, alles. Dann haben wir sogar zum Ende der Folge schon mal die Dinger hier fertig gemacht. Kommt man auch noch hin? Ja, passt. Dein Dach ist immer noch fertig. Ja, auf der anderen hab ich kein Glas mehr gehabt. Sieht schick aus. Da bist du auch mal Glas. Schaffen wir was. Für dein Geld. Für dein Geld, das bekommst du alle Dinge. So,
Oh, schönes Bild. Ich hab gehört, da tut sich noch was in Sachen Geld und so, Bezahlung. Ah, jetzt ist er weggehüpft. Von der Geschäftsleitung. Soll ich mich in die Pose werfen? Jetzt habe ich da so einen Kerl vor mir, der... Die Hände schmutzig vor der Arbeit. Oh. So, passt schon. Jetzt habe ich tatsächlich ein halbes Herz verloren. Mindestens. Ich bin entsetzt. Ja. Gut, ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, bis dahin. Tschüss. Ciao.